Feinster A-Cappella-Gesang gemischt mit einer ordentlichen Portion deftigen Humor. Das sind die Tyrol In Stones. Selbst beschreiben sie sich als einen Adoptierten, als einen Mittellosen, als einen Hübschen und als einen, der spricht. Und die relativ viel Blödsinn macht. Auf der Bühne. Gegen Bezahlung natürlich. Also wir machen alles fast gut. Immer. Also kurz, wir machen Musikkabarett. Bereits seit 20 Jahren musizieren die vier Stimmen zusammen. Vor 4 Jahren entschließen sie sich, öffentlich aufzutreten und A Cappella zu singen. Das hat sich eigentlich aus Ermangelung von Alternativen, war es, wir haben alle kein Geld für Instrumente gehabt und ja, Instrumente, der Ecki hat einen Haufen Klump daheim, das wir auch auf der Bühne verwenden, also alle möglichen Basteleien, das macht der Ecki bei uns. Und der Tommy, den haben wir eigentlich nur für die Frauenquote, also er ist jetzt keine Frau, aber glaube ich zumindest. Und nein, er ist der Hübscheste. Aber Instrumente genauso keine gehabt, deswegen A Cappella. Sieht man die Menschen sich sehnen und sieht ihren Schmerz, ihre Tränen, dann fragt man sich immer, muss das so sein? Immer nur Fasten und Meinung. Die vier Musiker singen, tanzen und blödeln sich durch die Musikgeschichte. Sie schreiben Texte von international bekannten Musikgruppen in Tiroler Dialekt um. Und so kreieren sie nicht ganz ernst gemeinte Konzerte. Es schaut bei uns wirklich also aus, wie wenn wir die halbe Zeit nicht wüssten, um was es geht. Aber das ist wirklich Absicht. Und das ist eigentlich die große Kunst, damit es eben so aussieht, als wäre es wirklich immer ein Riesenspaß. Was es auch wirklich ist, das ist erstaunlich. Egal wie schlecht man drauf ist oder egal wie man sich denkt, boah, heute und am Abend schon wieder spielen, weil es hat ja jeder einen Job noch zusätzlich. Und trotzdem, wenn man auf die Bühne steht, abgesehen von mir, ich bin Künstler, ich tue natürlich nichts, aber wenn man auf die Bühne steht, dann ist es einfach 2 Stunden Spaß. Bei ihrem ersten Programm waren nur 8 Aufführungen geplant. Geworden sind es 3 Jahre in stets ausverkauften Häusern. Seit einem Jahr bringen sie ihr 2. Programm Eier und Nudeln auf die Bühne. Bei den Tyrol In Stones steht bei jedem Auftritt der Spaß im Vordergrund. Es ist wirklich ein Wunder, dass man so eine Truppe immer so kleinen Dorf zusammenstellen kann, weil keiner von uns hat ja Ausbildung, also schon Musikschule, aber Gesangsausbildung hat von uns keiner. Und 4-stimmig singen A Cappella ohne Arrangements, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir die Mega-Djangos sein, aber so schnell macht uns das niemand nach, also mit unserem Ausbildungsstand, sagen wir es mal so. Ja, 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 ja.